So, wir haben hier heute das Samsung Galaxy S3 Mini. Ganz frisch von Samsung. Da haben wir noch das Siegel dran. Und ja, wenn wir uns jetzt mal out of the box angucken. Als allererstes die Specs. Ja, HSPA, Quadband, bla bla bla. In dem S3 Mini steckt ein Dual Core. Also, ja. Nicht ganz so viel Rechenleistung wie bei den großen Modellen mit den Quad-Cores. Übrigens die 8 GB-Variante. Ja, Kamera, AMOLED, 1500 mAh. Batterie, NFC, GPS. Von den Specs her alles, was man so von einem Smartphone heutzutage erwartet. Ganz wichtig natürlich Android. So. Ja, der spannende Moment, mal gucken, ob wir das mit einem Arm hinkriegen. Na, das ist mal gar nicht so einfach. Da ist es passiert. So. Schick. Was mich persönlich auf den ersten Blick freut, meine Freundin hat das S3, das normale. Ist mir persönlich viel zu groß. Wenn, dann soll ein Handy auch noch schön, ja, in die Hand passen. Ist ja schließlich ein Handy. Von daher, jo. Erster Eindruck auf jeden Fall. Handlich, schön, sportlich. Ja, mal Folie ab, wenn wir schon dabei sind. Zelebrieren wir auch gleich das. Upp. Ah, da oben haben wir die Lasche. Und ab ist es. Ja, nett, würde ich mal sagen. Schön, elegant. Wie gesagt, passt auf jeden Fall. Ich habe eher kleinere Hände. Sehr, sehr, sehr angenehm. Ich hatte vorher immer, habe ich jetzt leider gerade nicht zur Hand, ein Wave, Samsung Wave. Ja, das lag auf jeden Fall mal nicht so gut in der Hand. So, dann gucken wir mal den Rest des Ganzen hier an. Anleitung. Kurz, Kurzanleitung. Kurzanleitung, wie man sieht. Oder haben wir hier wieder 20 Sprachen, Koreanisch und Chinesisch, Holländisch, Japanisch, sonst was. Ah, genau, wie erwartet. Guide de prix de main rapide. Ja, ist klar. Also, Kurzanleitung in geschätzten 5 Sprachen. Das sieht nach Stöpseln für die Kopfhörer aus. Auch ganz gut, wenn das die gleichen sind wie beim Wave oder ähnliche. Muss ich ganz ehrlich sagen, in meine Ohren passen die Dinger nicht, rutschen immer wieder raus, sind viel zu groß. So, Ladekabel ist auch immer interessant. Sind sie noch kompatibel? Ja, sind sie. Sehr schön. Das gibt auf jeden Fall mal ein Plus. Also alte und neue Ladekabel sind auf jeden Fall zueinander kompatibel. Das Datenkabel dürfte das dementsprechend auch sein. Ja, hier zu sehen. Ja, vielleicht wer die Kabel von den anderen Samsung-Handy kennt. Samsung-Handys. Ja. Sind immer diese Mini-USB-Stecker. Passen also überall sehr schön. Dann haben wir hier den Akku. Na, erstmal, was ist das? Das sind die Kopfhörer. Na, mal auspacken. Sind sie. Na, wie gesagt, mal testen. Passen sie in die Ohren? Ne, passen sie nicht. Aua. Also ich persönlich finde diese In-Ear-Kopfhörer, damit kann ich nichts anfangen. So. Der kleine Akku ist auf jeden Fall etwas schmaler als beim Wave. Machen wir das Ganze mal auf. So, das große Rätselraten, wie geht's auf? Ob wir das jetzt mit einer Hand hinkriegen und ob wir das noch aufs Video bringen sollten? Ja, RTFM, ne?
Aber es sieht mir so aus. Ja, also auf jeden Fall, da oben geht's auf. So, da haben wir es, das Innere. Ja, ich würde mal sagen, grob unspektakulär. Ganz nett, wir haben den Einschub für die große SIM. Das Ganze machen wir ja nachher. Jetzt wollen wir erstmal gucken, ob das ganze Ding so läuft oder ob es erstmal einen Ladevorgang braucht. Also Akku rein, Deckel drauf. So. Rechts oben. An. Es lebt. Na, jetzt bin ich mal gespannt, ob es überhaupt was tut ohne SIM. So, Sprache wählen. Deutsch. Machen wir doch glatt. Ja. Ja gut. Ohne SIM spricht es also jetzt nicht ohne weiteres mit uns. Ja, WLAN, Netz. Geht zumindest mal in die üblichen. Bleibt aber in den erweiterten Diensten. Von daher soll es das mal gewesen sein mit dem First Look. Auf das Samsung S3 Mini. More to come.